So, ich würde sagen, eine Woche ist wieder vergangen. Wir machen einen kleinen, ja, eine Summary, eine Zusammenfassung inklusive Live, Berichterstattung, was gerade im Gange ist. Im Prinzip haben wir da eine Werkstatt Base, Computer Base. Da kann ich immer gleich online gehen, wenn ich irgendwas PC-mäßiges zu tun habe, dann ein bisschen Werkstatt, wir können ein bisschen Werkzeuge, Zugriff zu Werkzeugen, hier Geschirr, sehr wichtig, man muss Nahrung zu sich nehmen, man muss fit bleiben, da hinten haben wir das Ground. Natürlich ist Staubentwicklung hier nicht zu vermeiden, aber wir schauen, dass wir halt alles im Rahmen halten. Wir schauen jetzt in die Küche rein. Die Küche ist im Moment sozusagen ja, kurz vorm Verspachteln, kurz vorm Verputzen. Die Spüle wird dann komplett abgetragen, da ist jetzt alles soweit abgeglättet worden. Und hier hat der Elektriker bereits eingezeichnet, wo gestemmt wird. Ja, gehen wir wieder raus aus der Küche. Die Küche wird aber erst, also wirklich die Küchenmöbel, die kommen erst in 4 bis 6 Wochen. Ja, und da drüben wird gedämmt gerade. Das sind bereits Handwerker, die natürlich nicht gefilmt werden dürfen. Ihr wisst warum. Ja, da drin wird gerade alles, das wird das zukünftige Schlafzimmer. Gehen wir durch den Garten spazieren. Wie gesagt, das wird das Schlafzimmer da. Dämmmaterialien, da drin wird gerade gearbeitet. Das wird wirklich ein nettes ich würde sagen, fast schon eine Schlafkoje. Wir gehen jetzt da vorne raus. Das ist der Hinterhof. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Hinterhof. Ja. Mehr oder weniger eine Art Einfahrt, eine Mini-Einfahrt. Man könnte theoretisch sogar mit einem Auto reinfahren. Nur das Problem ist, hier ist eine Stiege. Da würde man die Stiege abtragen müssen. Das ist der Technikraum, der hier drinnen ist. Da würde ich sagen, schauen wir auch rein in diesen Technikraum. Nicht ganz so uninteressant. Da kommen dann die Heiztherme und so weiter. Da ist, glaube ich, eh Licht. Ist Licht vorhanden? Nein, ist kein Licht vorhanden. Das ist alles relativ dunkel. Müssen wir offen lassen. Also hier wird sich in den nächsten 5 bis 10 Tagen dann die neue Therme einfinden. Die kommt dann daher, circa die neue Therme. Hier ein Warmwasserspeicher, 200 Liter. Ich glaube, das denke ich ist genug. Ja, manche, die gerne ein Vollbad nehmen, die müssen schon mit mindestens 200 Liter rechnen. Ein wunderschöner alter, eine Küchenkommode vom Vorbesitzer des Ursprungshaus, wo ich jetzt eingezogen bin. Wunderschön. Schaut her, das sind noch alte Elemente. Das ist noch, wenn man das schön herrichtet, ich meine, klar, es ist niemand am neuesten Schrei, neuesten Stand, das Ganze ist da schon ein bisschen aufgebrochen, muss man zukitten, vielleicht Holz. Also, wer im Prinzip sowas haben will, ja, der richtet sich das wieder mit Liebe her und stellt es irgendwo hin, vielleicht in seine Hobbywerkstatt oder wo auch immer. Ja, also, das sind meine übrigens die Küchenkastel von mir, vom Möbelix, die ich ja eben in der Wohnung in Desdorf gehabt habe, die Depperte nicht haben wollte. Hat mir jetzt nur die Hälfte der Küche abgelöst. Was mache ich mit dem? Ja, man könnte sie natürlich auch noch für einen Hobbywerkraum verwenden als Storage-Raum. Gehen wir wieder raus aus dem Technikraum. So schaut das Ganze da hinten aus, jetzt hier in der Pfarrgasse, ja, im Hintergatterl. Also es ist ganz nett. Man kann sich das sicherlich her ein paar gute, schöne Elemente hier postieren. Die Wiese gehört natürlich gemacht. Und da wieder der Blick auf die Triesting, wunderschön. Ja, also das Ganze wird schon langsam stockend, natürlich der Prozess, aber es wird dann schon langsam. So, jetzt gehen wir wieder vorne rein. Da oben die Dachterrasse, das
Das wird auch irgendwann einmal was werden. Dachterrasse, wir gehen hier raus. Vorne, das seht ihr, Handwerker, Autos sind da. Wir gehen wieder vorne rein und schauen uns das einmal an, wie das jetzt aktuell ausschaut. Laden wir live, wieder mal, sagen wir, aber nicht Facebook, sondern das ist meine Dokumentation der ganzen. So, jetzt schauen wir da rein, das ist bereits hier zugemauert. Die Handwerker vorher wurden natürlich absichtlich nicht gefilmt, weil sie natürlich, naja, sie wissen schon. Black, sage ich mir. So, jetzt schauen wir da rein, Wohnzimmer. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, das ist jetzt ein bisschen mehr Platz geschaffen hier. Küche habe ich schon gezeigt, da braucht man nicht mehr rausgehen. Da wird gearbeitet. Ja, im Prinzip. Schauen wir noch rauf, schauen wir uns den Parkettboden an. Der ist ja auch, zwischendurch morgen arbeitet gerade. Badezimmer ist unverändert. Mit den Stiegen rauf. Stiege leider auch, die kommt ganz zum Schluss dran, die Stiege, weil die wird sehr oft benutzt und da wird alles noch dreckig. Die Katzen haben sich jetzt zurückgezogen, sind sehr scheu, was die fremden Leute betrifft des Morgens. Mögen sie überhaupt nicht hier, da habe ich immer die Granitplatte, Arbeitsplatte. Jetzt gehen wir rein ins neue Zimmer. Das ist, wie gesagt, das Zimmer, das jetzt demnächst ganz fertig wird. Ein bisschen was fehlt noch. Leisten sind noch zu postieren unten. Bodenleisten. Aber ich würde sagen, das schaut wirklich schon nach einem Zimmer aus, wo man sich wohlfühlen kann. Der Boden, wie gesagt, vom Chagall, hat, glaube ich, geheißen Schloss, Landhausdiele, Schloss Altenhof. Und ich wollte auch hier einen Kontrast schaffen, wieder ein bisschen ein anderes Braun als das Braun hier, bei diesem Holzverbau. Und dann ein bisschen wieder was hier in die Richtung hellgrau. Und da überlege ich mir vielleicht sogar hier, wo dieses dunkelgrau ist, in demselben Ton rüber zu gehen. Das muss ich mir erst überlegen. Oder eine neue Farbe, so eine Art ja, Drittfarbe ohne Struktur drauf zu streichen. Vielleicht Creme, irgendwas helles, beige, hell. Ja, im Prinzip, das war's. Mein Handy liegt da im Staubig. Vorher hat es eine immense Staubentwicklung gegeben, wie die Küche, die Fliesen abgetragen worden sind. Das hat er mit der Flex weggeschliffen. Wenn sie Staub entwickelt, bin ich gleich rausgegangen und schaue mir gerade ein paar Mails an. Ja, das war es im Prinzip momentan. Ein kleiner Zwischenbericht. Gehen wir noch die Stiegen runter und dann laden wir das Video gleich hoch, damit ihr es gleich postum sehen könnt. Das ist jetzt dieser Mauerverbau, also dieser das zugemauerte, damit der nebenan Nachbar nichts oder fast nichts mehr hört. Das war's schon wieder. Ja, im Prinzip, viertel, bis zum nächsten Mal.